sich auf den Richterstuhl an der Stelle, die Steinpflaster heißt. Auf Hebräisch Gabbata. Es war der Tag vor dem Passafest, etwa 12 Uhr mittags. Pilatus sagte zu den anwesenden Juden: Da ist euer König. Weg mit ihm! Weg mit ihm! Ihr verlangt von mir, euren König zu kreuzigen? Der einzige König, den wir haben, ist der Kaiser in Rom. Da lieferte Pilatus ihnen Jesus aus und gab ihn frei zur Kreuzigung. Die Soldaten übernahmen Jesus. Er trug selber sein Kreuz aus der Stadt hinaus, bis zum genannten Schädelplatz. Auf Hebräisch heißt er Golgotha. Dort nagelten sie Jesus ans Kreuz und mit ihm noch zwei andere, den einen links, den anderen rechts und Jesus in der Mitte. Pilatus ließ ein Schild am Kreuz anbringen. Darauf stand: Jesus von Nazareth, der König der Juden. Der Ort, wo Jesus gekreuzigt werden sollte, war nicht weit von der Stadt entfernt. Deshalb lasen viele Juden diese Aufschrift. Sie war in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache abgefasst. Die führenden Priester sagten zu Pilatus: Schreib nicht der König der Juden, sondern dass dieser Mann behauptet hat, ich bin der König der Juden. Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Nachdem die Soldaten Jesus ans Kreuz genagelt hatten, nahmen sie seine Kleider und teilten sie in vier Teile. Jeder erhielt einen Teil. Das Untergewand aber war aus einem Stück gewebt und hatte keine Naht. Die Soldaten sagten zueinander: Wir wollen es nicht zerreißen. Das Los soll entscheiden, wer es bekommt. So trat ein, was in den heiligen Schriften vorausgesagt war. Sie haben meine Kleider unter sich verteilt, mein Gewand haben sie verlost. Genau das taten die Soldaten. Nahe bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und deren Schwestern, sowie Maria, die Frau von Klopas, und Maria aus Magdala. Jesus sah seine Mutter dort stehen, neben ihr den Jünger, den er besonders lieb hatte. Er ist jetzt dein Sohn.
Und zu dem Jünger sagte er, sie ist jetzt deine Mutter. Von da an nahm der Jünger sie bei sich auf. Jesus wusste, dass nun alles zu Ende gebracht war. Aber damit die Voraussagen der Heiligen Schriften vollends ganz in Erfüllung gingen, sagte er, ich habe Durst. In der Nähe stand ein Gefäß mit Essig. Die Soldaten tauchten einen Schwamm hinein, steckten ihn auf einen Isopstängel und hielten ihn Jesus an die Lippen. Jesus nahm davon. Es ist vollendet. Dann ließ er den Kopf sinken. Gab sein Leben in die Hände des Vaters zurück. Hallo, liebe Geschwister und Gottes Segen, willkommen auf meinem Kanal. In diesem Video schauen wir uns Werke an, die manche Christen unnötigerweise zur Erlösung beitragen wollen. Manche Christen machen sich das Leben unnötig schwer, weil sie denken, sie müssen mehr tun, als nur zu glauben, gerettet zu werden oder gerettet zu bleiben. Dabei müssen wir nur stets vertrauen in der Blut. Söhne. Okay. Unsere Erlösung ist niemals eine Sache von Werken. Es geht nur durch Glauben allein. Epheser Kapitel 2, Vers 8 durch 9. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemanden ruhm. Jeder, der Werke plus Glauben predigt, ist ein falscher Prophet oder ein Irrlehrer und hat die Wahrheit einfach noch nicht gefunden. Es gibt viele falsche Lehrer, besonders hier auf YouTube, die das Gesetz und viele andere seltsame Dinge predigen. Sogar einige hier, die die Dreieinigkeit leugnen, was für sogenannten Christen ein sehr gefährlicher Weg ist. Sei also vorsichtig mit solchen Leuten, diese Dinge lernen, sie sind Heretiker. Im 2. Petrusbrief, Kapitel 2, kann alles über hier die Irrlehrer lesen und was mit denen geschehen wird. So, zurück zum Video. Ich habe 7 Beispiele von Werken, dass manche Christen glauben, die müssen tun, um gerettet zu werden. Nummer 1, das Gesetz halten. 2 gute Werke, 3 Buße. 4 Wassertaufe, 5 Bekenntnisse Sünden, 6 Jesus in sein Herzen einladen und 7 den Namen des Herrn anrufen. Nun, nehme mich nicht falsch, diese Dinge sind alles gut, aber die sind völlig unnötig für die Errettung deiner Seele. Liebe Brüder und Schwestern, ich wünsche mir sehnlichst und bitte Gott inständig, dass auch mein Volk gerettet wird. Denn ich kann bezeugen, dass die Israeliten Gott dienen wollen, mit viel Eifer, aber ohne Einsicht. Sie haben nämlich nicht erkannt, wie sie Gottes Anerkennung finden können und versuchen immer noch durch ihre eigenen Bemühungen vor ihm zu bestehen. Deshalb lehnen sie ab, was Gott ihnen schenken will. Dabei hat Christus das Gesetz doch erfüllt, und somit ist es nicht mehr der Weg, um Annahme bei Gott zu finden. Wer Christus vertraut, wird von aller Schuld freigesprochen. Ich weiß, was ihr jetzt denkt. Später in diesem Kapitel sind tatsächlich Glauben und Werke, aber dazu gleich mehr. Galater 2, Vers 16. Doch weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir zum Glauben an Jesus Christus gekommen, damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch Werke des Gesetzes, denn durch das Gesetzeswerke wird kein Mensch gerecht. Aber Gott hat Abraham das Erbe ausdrücklich ohne jede Bedingung zugesagt. Was aber soll dann überhaupt das Gesetz? Gott hat es zusätzlich gegeben, damit wir das Ausmaß unserer Sünden erkennen. Dieses Gesetz, von den Engeln durch den Vermittler Mose zu uns gebracht, sollte auch nur so lange gelten, bis der Nachkomme von Abraham da wäre, an dem Gott sein Versprechen erfüllen wollte. Das Gesetz sollte also nur gelten, bis Jesus kommt. Bei dieser Zusage war kein Vermittler notwendig, sondern Gott, der eine, hat selbst zu Abraham gesprochen.
Soll man nun daraus schließen, dass Gottes Zusagen und das Gesetz einander widersprechen? Auf keinen Fall. Das Gesetz, das Gott uns gegeben hat, kann uns ja schließlich kein neues Leben schenken. Nur dann käme unsere Anerkennung vor Gott tatsächlich durch die Erfüllung des Gesetzes. Aber in der Heiligen Schrift heißt es eindeutig, dass wir alle Gefangene der Sünde sind. Gott wollte uns das, was er versprochen hatte, durch den Glauben an Jesus Christus schenken. Nur wer an ihn glaubt, sollte erleben, wie sich Gottes Zusage erfüllt. Bevor aber der Glaube kam, waren wir Gefangene der Sünde, vom Gesetz scharf bewacht. Das dauerte so lange, bis die Zeit da war, in der der Glaube an Christus uns befreien sollte. Bis dahin hatte das Gesetz für uns die Aufgabe eines strengen Erziehers. Seit Christus aber finden wir durch den Glauben Gottes Anerkennung und sind dem Gesetz, diesem strengen Erzieher, nicht mehr unterstellt. So, wenn das nicht eindeutig war, dann weiß ich auch nicht. Liebe Geschwister, bitte sei vorsichtig, wem du folgst. Lasst euch nicht auf den falschen Weg führen. Ich sage euch die Wahrheit. Einige dieser sogenannten christlichen YouTuber haben Tausende von Anhängern und führen einige in den Untergang. Ich persönlich habe nicht vor, meinen Kanal zu monetarisieren und ich werde auch nicht um Geld betten, niemals, oder mein IBAN zeigen. Das Evangelium steht nicht zum Verkauf. Ich wurde im Januar berufen, die Wahrheit des Evangeliums zu predigen und über YouTube habe ich mich entschieden, dass ich das machen würde. Amen. Den Weg zum Frieden kennen sie nicht, denn sie haben keine Ehrfurcht vor Gott. So steht es in Gottes Gesetz. Und wir wissen, das Gesetz gilt gerade für die, denen es gegeben wurde. Deshalb kann sich keiner herausreden. Alle Menschen auf der Welt sind vor Gott schuldig. Denn kein Mensch wird jemals vor Gott bestehen, indem er die Gebote erfüllt. Das Gesetz zeigt uns vielmehr unsere Sünde auf. Jetzt aber hat Gott uns gezeigt, wie wir vor ihm bestehen können, nämlich unabhängig vom Gesetz. Das ist schon im Gesetz und bei den Propheten bezeugt. Gott spricht jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Nur diese Gerechtigkeit lässt Gott gelten. Denn darin sind die Menschen gleich. Alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hatte. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz vor aller Welt sterben lassen. Jesus hat sein Blut für uns vergossen und mit diesem Opfer die Vergebung für alle erwirkt, die daran glauben. Daran zeigt sich, dass es gerecht von Gott war, als er die Sünden der Menschen bisher ertrug. Er hatte Geduld mit ihnen. Jetzt aber vergibt er ihnen ihre Schuld und erweist damit seine Gerechtigkeit. Gott allein ist gerecht und spricht den von seiner Schuld frei, der an Jesus Christus glaubt. Bleibt uns denn nichts, womit wir uns vor Gott rühmen können? Nein, gar nichts. Woher kommt das? Weil wir nicht aufgrund irgendeines Gesetzes, das unsere eigene Leistung verlangt, von Gott angenommen werden, sondern allein auf der Grundlage unseres Glaubens. Also steht fest, nicht wegen meiner guten Taten werde ich von meiner Schuld freigesprochen, sondern allein deshalb, weil ich mein Vertrauen auf Jesus Christus setze. Gilt dies vielleicht nur für die Juden, weil Gott ein Gott der Juden ist? Oder gilt das auch für die anderen Völker? Natürlich gilt das auch für sie, denn Gott ist für alle Menschen da. Es ist ein und derselbe Gott, der Juden wie Nichtjuden durch den Glauben an Jesus von ihrer Schuld befreit. Schaffen wir etwa das Gesetz Gottes ab, wenn wir behaupten, dass der Glaube entscheidend ist? Nein, im Gegenteil. Wir bringen es überhaupt erst zur Geltung. Manche Christen sagen, nun, okay, das Gesetz ist vorbei, aber meine Erlösung zu bewahren, muss ich gute Werke tun, sonst verliere ich meine Erlösung. Einmal gerettet, immer gerettet. Du kannst deine Erlösung nicht verlieren. Unmöglich.
Ich möchte das jetzt noch deutlicher machen. Wodurch konnte Abraham, der Stammvater unseres jüdischen Volkes, vor Gott bestehen? Wegen seiner guten Taten? Damit hätte er zwar bei den Menschen Ruhm und Ansehen gewinnen können, nicht aber bei Gott. In der Heiligen Schrift heißt es, Abraham setzte sein ganzes Vertrauen auf Gott und so fand er Gottes Anerkennung. Es ist doch so, wenn ich eine Arbeit leiste, habe ich Anspruch auf Lohn. Er ist kein Geschenk, sondern ich habe ihn mir verdient. Aber bei Gott ist das anders. Bei ihm werde ich nichts erreichen, wenn ich mich auf meine Taten berufe. Nur wenn ich Gott vertraue, der den Gottlosen von seiner Schuld freispricht, kann ich vor ihm bestehen. Das war deutlich, oder? Aber hier ist noch ein weiteres Beispiel dafür, dass gute Taten sie nicht retten wird. Er rettete uns. Nicht, weil wir etwas geleistet hätten, womit wir seine Liebe verdienten, sondern aus lauter Güte. In seiner Barmherzigkeit hat er uns zu neuen Menschen gemacht, durch eine neue Geburt, die wie ein reinigendes Bad ist. Das wirkte der Heilige Geist. Manche glauben, dass sie Buße tun müssen, um gerettet zu werden. Nein, zuerst müssen wir glauben, dann kommt die Reue oder Buße durch den Heiligen Geist, der in uns dann lebt. Diejenigen, die Lordship Salvation lernen, lernen, dass man mit der Sünde aufhören und ein heiliges Leben führen muss, um gerettet zu werden, was völlig unmöglich ist. Paulus, unser Apostel, hat viel über die sündige Natur geschrieben. Das aber bedeutet, nicht ich selbst tue das Böse, sondern die Sünde, die in mir wohnt, treibt mich dazu. Ich weiß wohl, dass in mir nichts Gutes wohnt. Zwar habe ich durchaus den Wunsch, das Gute zu tun, aber es fehlt mir die Kraft dazu. Ich will eigentlich Gutes tun und tue doch das Schlechte. Ich verabscheue das Böse, aber ich tue es dennoch. Wenn ich also immer wieder gegen meine Absicht handle, dann ist klar, nicht ich selbst bin es, der über mich bestimmt, sondern die in mir wohnende Sünde. Ich mache also ständig dieselbe Erfahrung. Das Gute will ich tun, aber ich tue unausweichlich das Böse. Ich stimme Gottes Gesetz aus tiefster Überzeugung und mit Freude zu. Dennoch handle ich nach einem anderen Gesetz, das in mir wohnt. Dieses Gesetz kämpft gegen das, was ich innerlich als richtig erkannt habe, und macht mich zu seinem Gefangenen. Es ist das Gesetz der Sünde, das mein Handeln bestimmt. Wir sehen also, dass es auch nach unserer Erlösung immer noch eine mächtige sündige Natur gibt und dass Christen immer noch sündigen, auch wenn wir es nicht wollen. Es gibt viele Christen, die sagen, um gerettet zu werden, muss man im Wasser getauft werden. Sie verwenden Markus Kapitel 16, Vers 16, um diese Behauptung zu rechtfertigen. Wer glaubt und sich taufen lässt, der wird gerettet werden. Und hier hören Sie auf, aber die sollten den nächsten Teil des Verses lesen. Wer aber nicht glaubt, der wird verurteilt werden. Wasser hat nichts mit unserer Erlösung zu tun. Wenn wir glauben, werden wir vom Heiligen Geist getauft und für immer versiegelt. Es soll einige bei euch geben, die sagen, wir gehören zu Paulus, während andere erklären, wir halten uns an Apollos. Die Nächsten meinen, nur was Petrus sagt, ist richtig. Und die letzte Gruppe behauptet schließlich, wir gehören allein zu Christus. Was soll das? Wollt ihr etwa Christus zerteilen? Bin denn ich, Paulus, für euch gekreuzigt worden? Oder wurdet ihr auf meinen Namen getauft? Ich danke Gott dafür, dass ich außer Crispus und Gaius niemanden von euch getauft habe. Sonst würdet ihr vielleicht noch behaupten, ich hätte euch getauft, damit ihr mir nachfolgt. Da fällt mir ein, dass ich auch Stephanas getauft habe und alle, die in seinem Haus leben, aber sonst erinnere ich mich an niemanden. Christus hat mich nicht beauftragt, die Menschen zu taufen, sondern die rettende Botschaft zu verkünden. Und wenn ich das tue,
dann versuche ich nicht, meine Zuhörer durch menschliche Weisheit und Redegewandtheit zu beeindrucken. Denn sonst wäre die Botschaft, dass Christus am Kreuz für uns starb, ihrer Kraft beraubt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden, und das schon bald. Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde ich mich auch vor meinem Vater im Himmel bekennen. Manche Christen werden argumentieren, wenn sie diese Passage gesehen haben, dass sie zu Jesus mit ihrem Mund bekennen müssen. Das Problem dabei ist, dass sie nicht das gesamte Kapitel im Kontext lesen. Wenn sie es tun würden, werden sie sehen, dass dies Jesus ist, der zu den Juden sprechen will. Diese 12 Jünger sandte Jesus aus und gab ihnen folgenden Auftrag: Geht nicht zu den Nichtjuden oder in die Städte der Samariter, sondern geht nur zu den Menschen aus dem Volk Israel. Sie sind wie Schafe, die ohne ihren Hirten verloren umherirren. Hier ist Freiheit in Christus, das ist großartig. Darum lasst euch keine Vorschriften machen über eure Ess- und Trinkgewohnheiten oder bestimmte Feiertage, über den Neumondtag und über das, was man am Sabbat tun darf oder nicht. Das alles sind nur schwache Abbilder, ein Schatten von dem, was in Christus Wirklichkeit geworden ist. Lasst eure Rettung deshalb von niemandem in Frage stellen, schon gar nicht von solchen Leuten, die sich in falsch verstandener Demut gefallen, Engel zu verehren und sich dabei stolz auf ihre Visionen berufen. Diese Menschen haben nicht den geringsten Grund, sich derart aufzuspielen. Sie drehen sich ja doch nur um sich selbst und halten sich nicht mehr an Christus, der doch das Haupt der Gemeinde ist. Denn nur von ihm her kann die Gemeinde als sein Leib zusammengehalten werden und, gestützt durch die verschiedenen Gelenke und Bänder, so wachsen, wie Gott es will. Wenn ihr nun mit Christus gestorben seid, dann seid ihr auch von den Mächten und Zwängen dieser Welt befreit. Weshalb unterwerft ihr euch dann von neuem ihren Forderungen und lebt so, als wäre diese Welt für euch maßgebend? Weshalb lasst ihr euch vorschreiben, du darfst dieses nicht anfassen, jenes nicht essen und musst dich von ganz bestimmten Dingen fernhalten? Sie alle sind doch dazu da, dass man sie für sich nutzt und verzehrt. Warum also lasst ihr euch noch Vorschriften von Menschen machen? Möglich, dass manche, die danach leben, den Anschein von Weisheit erwecken. Schließlich glänzen sie mit ihrer selbsterdachten Frömmigkeit, geben sich dabei auch noch bescheiden und schonen bei asketischen Übungen ihren Körper nicht. Doch das alles bringt uns Gott nicht näher, sondern es dient ausschließlich menschlichem Ehrgeiz und menschlicher Eitelkeit. Wir haben Gottes Geist, der uns auf Gott vertrauen lässt. Es ist derselbe Geist, der auch den Beter in der Heiligen Schrift erfüllte, als er sagte: Ich vertraute auf Gott, deshalb redete ich. Weil wir also an Jesus Christus glauben, müssen wir von ihm reden. Wir wissen, Gott, der den Herrn Jesus vom Tod auferweckt hat, wird uns genau wie ihn auferwecken. Dann werden wir mit euch gemeinsam vor Gott stehen. Alle Entbehrungen aber ertragen wir für euch, denn je mehr Menschen das Geschenk der Gnade Gottes annehmen, umso mehr werden Gott danken und ihn über alles ehren. Darum verlieren wir nicht den Mut. Wenn auch unsere körperlichen Kräfte aufgezehrt werden, wird doch das Leben, das Gott uns schenkt, von Tag zu Tag erneuert. Was wir jetzt leiden müssen, dauert nicht lange. Es ist leicht zu ertragen und bringt uns eine unendliche, unvorstellbare Herrlichkeit. Deshalb lassen wir uns von dem, was uns zurzeit so sichtbar bedrängt, nicht ablenken, sondern wir richten unseren Blick auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare vergeht, doch das Unsichtbare bleibt ewig. Nirgendwo in der Bibel gibt es einen Vers, der besagt, dass man Jesus in sein Herz einladen soll. Dein Leben Jesus zu übergeben,
und dein Kreuz auf sich zu nehmen, ist die bessere Art der Hingabe. Danach wandte sich Jesus an alle. Wer mein Jünger sein will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Das Evangelium Ihrer Erlösung finden Sie in 1. Korinther, Kapitel 15, Verses 1 durch 4. Liebe Brüder und Schwestern, ich möchte euch an die rettende Botschaft erinnern, die ich euch verkündet habe. Ihr habt sie angenommen und darauf euer Leben gegründet. Durch diese Botschaft werdet ihr gerettet, vorausgesetzt, ihr bewahrt sie genauso, wie ich sie euch überliefert habe. Sonst glaubt ihr vergeblich und erreicht das Ziel nicht. Zuerst habe ich euch weitergegeben, was ich selbst empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben. Das ist das Wichtigste, und so steht es schon in der Heiligen Schrift. Er wurde begraben und am dritten Tag vom Tod auferweckt, wie es in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist. Viele Christen werden heute sagen, wenn du gerettet werden willst, dann ruf einfach den Namen des Herrn an und verwenden diesen Vers dazu, Römer 10, Vers 13. Wieder einmal lesen Sie nicht das gesamte Kapitel im Kontext, um zu verstehen, was es tatsächlich bedeutet. Gott ist auf die Suche nach Herzen. Wer also von Herzen glaubt, wird von Gott angenommen. Und wer seinen Glauben auch bekennt, der findet Rettung. Gott sucht nach den Herzen der Menschen. Entscheidend ist, was in deinem Herzen ist und nicht, was aus deinem Mund kommt. Den Namen des Herrn anzurufen, ohne es von Herzen zu tun, wird niemanden retten. Wenn dem so wäre, wäre jeder gerettet, der einfach nur sagt, was nicht der Fall sein kann. Wie aber sollen die Menschen zu Gott rufen, wenn sie nicht an ihn glauben? Wie sollen sie zum Glauben an ihn finden, wenn sie nie von ihm gehört haben? Und wie können sie von ihm hören, wenn ihnen niemand Gottes Botschaft verkündet? Hier ist ein weiterer Vers, um dies zu bestätigen. Matthäus Kapitel 15, Verse 7 durch 8. Ihr Heuchler! Wie recht hat Jesaja, wenn er von euch schreibt, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber mit dem Herzen sind sie nicht dabei. Denn das Herz dieses Volkes ist hart und gleichgültig. Sie sind schwerhörig und verschließen die Augen. Deshalb sehen und hören sie nicht. Sie sind nicht einsichtig und wollen nicht zu mir umkehren. Darum kann ich ihnen nicht helfen und sie heilen. Wie ich bereits sagte, es gibt viele sogenannte Christen, die die Bibel nicht richtig aufteilen. Es gibt bestimmte Dispensationen in der Bibel, die sich auf unterschiedlichen Zeiten und Situationen beziehen. Unser gegenwärtige Evangeliumszeit oder Dispensation ist Gnade, der mit der Entrückung enden wird. Geliebte Brüder und Schwestern, das Blutsühnopfer Christi war genug. Werke werden euch nicht retten. Glaubt allein an das vollendete Werk Jesu und ihr seid gerettet. Gute Werke zu tun ist gut und gehört zum christlichen Leben dazu, aber Werke werden dich nicht retten. Vielen Dank, dass ihr bis zum Ende zugeschaut habt. Bitte denken Sie darüber nach, meinen Kanal zu abonnieren, um echte biblische Wahrheit zu erfahren. Bitte lasst euch nicht täuschen von denen, die Werke und Glauben predigen oder die Dreieinigkeit, dass es keine gibt. Es gibt es. Ich werde das nächste Mal darauf eingehen. Möge Gott euch alle segnen, in Jesus' Namen. Amen.
Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. I'll be here.